Als voll verkleidete Stromlinien-Loks kamen die Lokomotiven der Baureihe 0110 ab 1940 zur Reichsbahn. Gedacht für den hochwertigen B- und FD-Dienst. Kriegsbedingt sind es nur 55 Lokomotiven geworden. Der Zweite Weltkrieg machte alle Planungen zunichte. Im Nachkriegsdeutschland verblieben alle Maschinen in den Westzonen und wurden bald zum Leistungsträger der jungen Bundesbahn. Kommen Sie mit in die aktive Zeit, die in vielen historischen Filmszenen noch einmal auflebt. Aktuell haben wir die Museumslokomotiven begleitet. Sehen Sie die große Schnellzuglok in Aktion vor Sonder- und Planzügen. Laufzeit 58 Minuten.